Wir spielen Sons of the Forest, Sons of the Forest, zusammen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Letzte Folge ist nicht ganz so viel passiert. Dafür aber hoffentlich diese Folge. Wir haben nämlich einen Plan, den wir jetzt verfolgen werden. Und zwar ist uns eingefallen, wo wir denn noch die fehlende Keycard eventuell nutzen können. Und da wandern wir jetzt hin. Ha, so ein toller Song immer, ne? Wirklich toller Song. Der Song ist auch super. Muss ich kurz was trinken. Wir haben gecheatet. Wir haben ein bisschen gecheatet, aber es ist im Sinne von uns allen. Von uns, vom Stream und vom YouTube. Es ist YouTubes. Die Dramaturgie. Wir sind ja alle Dramaturgen auch. Und du kannst nicht immer rumlaufen für YouTubes. Bei Twitch wäre das okay. Wenn wir jetzt nur streamen würden, können wir noch rumirren wie so ein Vollhorst. Aber wir wollen euch natürlich da draußen auf YouTube City. Oh, ich habe hier einen Fisch gefangen. Komm. Mit meiner Fischfalle, glaube ich. Oh, nice. Oder? Haben wir ein Update gemacht? Aber, also da ist ein Fischzeichen, aber da passiert nichts. Weiß ich jetzt nicht. Also hast du gar keinen Fisch gefangen? Habe ich doch keinen Fisch gefangen. Hat mich das Spiel angelogen. Und du hast mich angelogen. Und ich habe dich angelogen. Ja, aber ist hier ein Fischzeichen bei dir, wenn du dran gehst? Oder heißt das einfach nur, weil es eine Fischfalle ist wahrscheinlich? Das glaube ich. Ja, ist einfach nur, weil es eine Fischfalle ist. Ach Mann, ey, okay. Das ist okay. Okay, also du musst mich führen. Ich habe auf eine Map geguckt und wir haben uns überlegt, wir müssen zu dem Raum, wo der 3D-Printer am Anfang war. Und das ist ziemlich straight, wenn du mal die Sache aufmachst. Ja, ich hab auf. Und vor uns den grünen Punkt siehst. Ja. Die Höhle dahinter. Ja. Da ist das, glaube ich. Okay. Wie ist die Mucke? Oh, wegen dem Lager. Party ist. Boah, die feiern wirklich Party. Die tanzen! Lol. Die tanzen wirklich! Nee, die schlagen sich. Die hauen sich. Oh, Mushi-Man. Boah, dauert es lange, dir drauf zu sein. Ach so. Das ist eine Shotgun-Munition. Nee, das war der Revolver. Revolver. Ach, ich habe gar keinen Platz mehr für Haut. Ich auch nicht, deswegen habe ich jetzt auch nicht... Oh, hier ist noch ein Mushi-Man. Das ist aber auch unfair, ne? Die haben einfach nichts und wir haben einfach krasse Waffen. Hä, wie, die haben nichts? Hast du mal die Zähne gezählt? Ja, gut. Ah, hier ist noch Munition. Oh, das kann man immer gut gebrauchen. Mhm. Vor allem jetzt, wo wir auch mal schießen. Oh, Batterien. Ich habe auch aufgehört, Batterien zu sparen. Ja, die findet man halt auch richtig viel, ne? Ich esse jetzt Crunchies. Habe ich auch gerade gegessen, weil ich sie hier gefunden habe. Weil ich habe so viele. Ja, und so ein Mini-Hunger. Batterien sind auch komplett voll. Ja, es ist alles voll. Okay, lass gehen. Ja. Wo nochmal? Geradeaus. Da. Nice. Okay, let's go. Let's go to the Höhle. Today. Ist keine Höhle. Wir wandern jetzt durch den Wald, singt das Wanderlaha-Lied. Und hier ist noch ein komisches Vieh. Pass auf, es springt dich an. Es springt mich an, ich lauf weiter. Wir laufen einfach weiter, denn zu kämpfen ist jetzt doof. Doof. Wir lassen sie einfach verrecken. Keine Text. Irgendwann machen wir ein Konzert zusammen. Gamescom, Leute, seid gespannt. Hauptbühne. Oh Gott. Die besten Sons of the Forest Songs von uns. Live. 2,5. Die jeweils 30 Sekunden gingen. Aber so das beste alle Konzert. Zusammen, hintereinander in einem Konzert. On Ice. On Ice. Auf Rollschuhen aber. Auf Rollschuhen. Das wird schlimm. Direkt Bein gebrochen.
Ja. Schade. Direkt am Donnerstag schon, am Mittwoch. Pressetag. Ganze Gamescom da humpeln müssen. Geil. Ja, hier war das. Hier war das irgendwo. Hier sind wir runtergelaufen, den Berg. Was war denn hier bei dem Grün? Was war denn hier? Eine Ausdauer ist schon wieder im Sack. Hier ist eine Höhle, bin ich mir relativ sicher. Ja. Hier war das, glaube ich. Aber ist... Ich glaube, das war die Druckerhöhle. Glaube ich nicht. Doch. Aber wir gehen mal rein. Doch, ich glaube, das war die Druckerhöhle. Wir gucken uns das mal an. Ja. Ich glaube, das ist nur eine Höhle. Aber warum? Nee, guck. Guck, oh ja, du hast recht. Sehr gut. Sehr gut. Ho. Let's go. Wir können noch was drucken und so, ne? Ja. Brauchen wir noch was? Nee, oder? Eine Maske. Wir haben noch keine Maske. Okay, dann holen wir uns eine Maske. Vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Kann man auch einen Arm drucken? Nee, ne? Ein Arm? Ja. So ein Arm. Guck mal, hier ist ganz viel Loot. Hier ist noch Druckerhals. Ja, die Batterien, die voll sind. So, Maske habe ich schon mal. Willst du auch eine? Ja, gerne. Oh. Toll, die hältst du ja so fest. Ja. Super. Wen googeln wir denn hier eigentlich? Ach, High Security. Sang. Einfach alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Oh. Oh. Wie es in deine Schleimmaske reinbackt. Naja, gut. So, Enterhaken brauchen wir nicht. Tecmo brauchen wir nicht. Schlitten haben wir. Pfeile haben wir auch. Trinkflasche haben wir alles. Haben wir alles, okay. Gut, dann. Batterien. Ja, habe ich genug. Pass auf, und jetzt kommen wir hier trotzdem noch nicht rein. Doch! Geil! Oh mein Gott, Progress! Progress. Oh mein Gott, Progress. Okay. Hier ist. Nee. Hier ist Fitnessstudio. Ja. Und kein Licht. Kein Licht. Boah, aber wir haben so Gymnastikbälle, krass. Oh. Achtung. Ihr knurrt was, ne? Ich muss mal kurz meinen Revolver händisch auswählen hier. Ja. Der ist müde. Die Spinne. Energiemischung collected. Okay. Die haben sind auf jeden Fall Viecher. Ja. Warte kurz. Ja. Oh shit, das sind die Schnellen. Noch eine Nade geworfen. Ich muss adern. Boah, sind mal viele. Oh Gott. Mushy Man! Ich hab Reload. Nice. Ich finde es geil, dass sie die Waffe so hoch hält, wenn sie leer ist. Ja. Okay. Dann noch ein Mushy Man. Schön. Keine Munition mehr, doch. Ich bin schade, dass man nicht sehen kann, wie viel Munition man noch hat. Also wenn man die Waffe in der Hand hat, so, weißt du? Ja, wobei das passt natürlich so ein bisschen, ne? In das ganze Konzept hier. Ja. Also man müsste aber irgendwie nachgucken können. Zumindest. Ja. Okay. Wo war das nochmal? In welchem Game war das, wo man die Waffe so hochgehalten hat und dann konnte man gucken, wie viel noch im Magazin ist? Weiß ich nicht mehr.
Okay, also die haben irgendwas beschützt. Vielleicht einen Arm oder so? Nee. Also, was? Oh! Was? Ach, den sieht man wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Trainingsanzug gefunden. Ah ja, lol, ich auch. Trainingsanzug collected. Lederjacke? Seit wann habe ich denn eine Lederjacke? Die haben wir auch gefunden in diesem einen kleinen Miniraum da. Mit der Bade. Kino Schlafanzug. Da kann man auch noch lang gehen übrigens, ne? Hinter uns. Nur, dass wir es nicht vergessen. Wo kann man? Also hier, komm mal nochmal zurück. Hier. Ach du Scheiße, lass doch da erstmal lang gehen, oder? Ja, lass erstmal hier lang gehen. Das waren die Viecher. Da sind Babys. Oh, Schwimmbad. Geil, Alter. Aber es ist zu klein. Ja, und nicht tief genug auch irgendwie. Also, weil wenn ich eine Runde schwimmen will, ich meine, die haben doch genug Platz hier. Dann hätten sie ein bisschen länger machen können. Ja. Muss man nicht immer so oft umdrehen. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, naja. Okay. Naja. Naja, gut. Naja. Hätten sie auch breiter machen können und tiefer. Naja. Gut, aber hier war sonst nichts. Nur die Babys noch, okay. Irgendwie ja, ne? Was haben sie nur für einen Effekt gemacht hier? Ja. Wollen uns verwirren. Hat geklappt auch. Naja. Okay. Ja, hier ist ein Koffer, aber da kann man nichts dran machen. Energy Drink ist hier noch. Ich bin schon vorgegangen, hallo? Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin hinter dir direkt. Oh, Musik. Ich muss mal kurz. Die Shotgun ist ja leer, glaube ich. Alter, was ist denn das hier? Wie krass. Nee, ist sie nicht. Was? Ich habe 30 Schuss? Ach, das sind so Sauna und dann ist hier so ein. Achso, so Sauna-Dinger. 54 Schuss? Die war doch eben leer. Entschuldige, ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich ja. Rechts war ein Viechgeräusch. Ich habe keine Energy Drinks mehr. Kein Platz mehr. Ja, hier sind so Saunen. Ja, hier ist ein geiler Spa-Bereich. Ja. Ja, aber das sind ja so offene Saunen. Was soll das? Das ist doch völliger Quatsch. Ist der ganze Raum hier eine Sauna oder was? Ich weiß auch nicht genau. Vor allem ist das hier so eine Badewanne, die du dich so reinlegst, so komisch. Aber ich wäre gerne jetzt auch irgendwie in so einer. Boah, wir haben so ein. Wir haben in. Sorry. Wir haben in Essen haben wir so ein Dings, das heißt Wellnest. Also Well und Nest. Aber es ist richtig geil, weil du hast dann quasi so einen Raum für dich, wo halt eine Sauna drin ist, eine Regendusche, ein Whirlpool und du kannst dir quasi dann zu zweit halt dieses Ding mieten. Und für Sex. Ja. Und du kannst dann über so ein Tablet auch so Essen und Trinken bestellen, aber die kommen dann nicht rein oder so und bringen dir das, sondern die haben so eine Luke, wo die das dann so reinstellen, die du dann innen dran aufmachen kannst einfach. Also du wirst halt wirklich gar nicht gestört. Das ist richtig geil. Rechts ist ein Viech. Das klingt sehr gut. Das ist mega. Hier wird gleich gefightet, nehme ich an. Hier ist wieder so ein. Wie ist es denn da durchgegangen? Ach, hier ist eine Tür offen. Hier ist eine Tür. Wo ist der? Was ist denn da? Hä? Ich hab doch nachgeladen. Ich hab 54 Schuss! Tö. Ach, das ist. Warte mal, Flint? Flintenlauf. Warte mal. Hast du's? Das scheint für eine andere Waffe zu sein. Hm. Flintenlaufgeschoss. Und die 9mm hat auch nur noch eine. Eine Munition. Was? Wofür ist das, Chat? Guck auf den Boden. Ah. Was? Das war eine andere Muni da drin. Hm. Wenn du auf den Boden guckst, kannst du ja die Munition wechseln von der Waffe, die du gerade in der Hand hältst. Echt? Mit den Pfeilen und so, weißt du? Wie? Warte mal, wenn ich auf den Boden gucke? Also mit der Waffe in der Hand. Und dann? Und dann R drücken, dann kannst du die Munition wechseln. Geht natürlich nicht mit jeder Waffe. Ach so, ja, okay. Danke, Chat. Kann ich manuell eine Batterie in die... Nee, der wechselt die automatisch eigentlich, wenn die... Ja, aber dann ganz am Ende ist es kurz dunkel. Ich mach jetzt hier selber, zack.
Oh, da oben hört sich's krass an. Boah, das ist geil hier. Alter, ist mit das... dieser, mit einer Poolbar. Oh mein find Gott. Finde ich ziemlich cool. Oh. Können ich wir... schon immer mal in einer Poolbar sein, weiß ich noch nie. Oh, können wir bitte in Urlaub fahren irgendwie? Hey, oh, das ist gerade echt schön. Ist hier so ein Wein abends? Oh, coole Musik. In diesem einen Luxushotel gab's. Ja, konntest du immer so viel bestellen, wie du wolltest. All you can eat halt, oder was? Ja, haben dir das geschenkt, ja auch alle Getränke. Also oh. So krasse extra Weine hättest du natürlich extra bezahlen müssen, aber ich war gut mit dem Hauswein. Ja, der ist auch manchmal gut. Och, jetzt hat er den Taucheranzug angezogen, weil ich in den Pool gegangen bin. Warum? Und das Geile war, die Kellner haben irgendwann gelernt, was man so will und dann sehen die dich wieder. Ja, das ist geil. Und dann so, ah ja. Und dann sind sie so das Übliche und dann müssen so, ja. Geil. Alter, liegt hier viel Kohle rum. Und ne Note to all employees. Mr. Puffin desires all digital communication to be printed out. Do not leave digital copies of your communication on any device and discard all of communications when done with them. Oha. Puffton. Hoffentlich okay. Haben sie das gemacht, wa? Erstmal das ganze Geld hier mitnehmen. Alter, der hat eine Gitarre im Mund. Oh! Krass. Das ist brutal. Können wir seinen Arm mitnehmen, bitte? Die sind irgendwann ein bisschen durchgedreht hier, ne? Oh, ja. Hier ist noch mehr Geld in dem Geldkoffer. Ja, Geldkoffer. Aber irgendwann merkst du... Gleich nur eine Pokerstars. Geld halt nun mal nicht... Weil Geld ist auch nur, weil du, wenn du... am Münchner Hauptbahnhof. Nein, lass mir das. Nein, halt, stopp. Losfährt. Nein, Ruhe jetzt. 10 Minuten. Psst. Ich hab eine Gitarre collected. What? Du hast eine Gitarre in der Hand. Lol. Ich konnte damit gerade spielen kurz. Also, es hört sich scheiße an. Und jetzt haben wir sie als Waffe. Geil. Lol. Also es ist wahrscheinlich useless, weil sie nicht so viel Schaden macht, aber... Es ist schon cool. Ich baue mal kurz Bomben. Ich bin Bombenleger, Joe. Ja, mach mal. Was habe ich jetzt schon wieder vergessen? C4. Tadim. Wo waren denn nochmal die Münzen? Hier. Oh, ich kann keine Bomben mehr tragen. Oh, die Keycard. Keycard-Stelle. Hoffentlich haben wir die. Ja. Sollen wir mal gucken? Ja. Nein. Das gibt's nicht. Oh nein, wir werden den Raum noch nie wiederfinden. Doch, ich habe mir den jetzt gemerkt. Okay. Der Raum, wo wir hin müssen, ist der, den ich nachgeguckt hatte. Und den habe ich mir gemerkt. Aber vielleicht finden wir auch hier die Keycard. Hier ist eine Keycard! Oh, Gott sei Dank. Ja, ich hab sie. Oh. Hier können wir nicht durch, weil da steht ein Sofa davor. E-Mail? Wie soll man das da wegkriegen? E-Mail. Hank! After searching the entire facility, despite having much more important tasks to be focused on, we have managed to locate the golf clubs. Unfortunately, the golf balls still elude us. Ja, den Golfplatz haben wir ja gefunden. Ja, aber es gibt keine Bälle. Ja. Das ist, das ist ein Problem. Ja, wie, jetzt kommen wir hier nicht durch, weil das Sofa hier steht. Batti. So ein Quatsch. Ja, es ist unrealistisch. Ich würde auch deinstallieren eigentlich. Ich würde es halt wegschieben, so. Ich mache jetzt auf. Today was a good day, steht da übrigens. Ja. Hallo? Hallo? Hier ist nix, oder was? Hier muss ja irgendwas sein. Betäubungsgewehr muss sein. Ey, es war's. Nee. Es war's. Hier ist noch eine Mail.
Ja, das ist der Last Will von Edward Pufton. Ich kann es nicht lesen. Testament. Ja, soll man nicht lesen. Ich glaube, das ist einfach nur das Testament, was man so ein bisschen so haha. Doch, weißt du doch gar nicht. Ey, aber vielleicht können wir. Da, Virginia Pufton. Irgendjemand meinte mal, dass die nicht Natty heißt, sondern Virginia. Ja, die heißt Virginia. Entschuldigung. Die heißt Virginia, das stimmt. Nein, so war es nicht gemeint. Also, ich dachte, du weißt, dass Virginia heißt. Nö, das hat mal jemand geschrieben. Ich gesagt, ja, okay. Ja, Schweine. Jetzt haben wir halt diese Karte, ne? Vielleicht hilft die wiederum in dem anderen Raum. Ich weiß nicht. Warum sollte die Gästekarte von hier ja, da hinten. Es ist eigentlich Quatsch. Es ist eigentlich Quatsch. Aber hier ist vorbei jetzt. Hier ist vorbei. Aber wir haben Progress gemacht, ein bisschen. Ja, aber eigentlich nicht, weil was haben wir jetzt hier gefunden? Stimmt, eine Gitarre. Eine Gitarre. Ja, okay, du hast aber noch gesagt, wir haben irgendwie noch, also das ist ganz. Warte mal, hier ist noch ein Keycard-Raum. Oh, echt? Oh ja. Oh, und Gegner. Oh, hallo. Warte, ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet. Ja. Wenn ist da einer? Okay. Here we go. Again. Here we go. Here we go. Nee, kann ich nicht. Oh. Ja. Jetzt wurde was bei mir reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler, also irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht, weil wir diesen Zettel gefunden haben, dass Demons mit den Crosses und jemand hat geschrieben, haben die beiden schon das Kreuz. Also es wird wohl ein Kreuz irgendwo geben. Das wussten wir noch nicht. Here's another one. Artifact 2. Sieht aus wie eine Grafikkarte, eine alte. Ja, das könnte auch ein Bild ergeben, irgendwie, was wir da immer gesammelt haben. Ja. Oh, das ist ein Buschimann. Das ist ein geiles Kino. Oh ja. Obwohl, warum sitzt man da so im Kreis? Sag mal. Oh mein Gott, ich sehe hier was. Fischi, ich sehe hier was wir einsammeln können. Was richtig krass ist. Guck dir das an, was wir hier einsammeln können. Eine Kettensäge. Neue Anleitung. Wie scheiße ist denn diese Kettensäge gemacht? Okay, die ist irgendwie komisch, ja. Okay, rechte Maustaste kann man eher so schneiden. Mäßig. Ah. Oh. Muss man damit vielleicht jemandem den Arm absägen? Virginia, maybe? Also Nadja? Ja, da wurde ich anders gespoilert, aber auch nicht doll. Also ich. Okay. Immerhin haben wir jetzt das Ding. Ja. Neue. Alles gut, kein Problem. Nee, Molotov Cocktail. Okay, pack die weg, das nervt mich, dieses Geratter. Oh. Hast du Mucke gehört? Nee. Hast du gemacht? Ich hatte so Bom Bom. Okay. Du hast dir bei mir die Kettensäge nochmal angeguckt irgendwie. Und ja, ne? Aber warum kam das so verspätet? Nee, nicht. Weird. Nee, bei mir kommt das nicht, wenn ich mir die nochmal angucke. Okay. Ja, gut. Mm. Oh Gott, bin ich dumm. Was denn? Die ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr gut für Bäume fällen. Ach so, ja gut. Sind wir beide ein bisschen dumm, oder? Naja, ich dachte halt, die können wir für was anderes noch benutzen. Sons of the Forest. So ein Quatsch. Das ist ja jetzt absoluter Blödsinn. Haben wir hier alles gesehen, ja? Nee, hier rechts kann man noch rein, guck mal. Wo? Hier. Hä, da waren wir doch. Nee. Da waren wir nicht. Wir sind Babys. Ficker.
Die Babys sind absolut unnötig. Die machen nix. Also, warum gibt's sie in diesem Spiel einfach so? Ach so, ja, okay. Was denn jetzt? Oh! Was ist denn jetzt? Höhle? Oh, wir hatten doch noch diese eine Höhle, wo das Vieh irgendwie so durchgeguckt hat, oder nicht? Ja, aber das war die. Da war nichts. Da bin ich mir relativ Konnten sicher. Wir das, war doch, das war die, glaube ich, wo wir gerade eben waren mit dem Trigger. Wir sind doch den einen Weg nicht abgebogen, weißt du noch? Ah ja, stimmt. Und da war einfach nur Dead End, wir haben Zeug eingesammelt und dann haben wir wieder umgedreht. Also, da war hinten noch ein anderer Weg, ne? Ja, hinten war noch ein anderer Weg und hier sind nochmal zwei. Was? Zwei Wege. Ach so, ja. Hier hoch und da. Hier geht's wahrscheinlich raus. Ja, wir gucken mal, wie wir. Oh Gott, meine Lampe spricht schon wieder. Oh, oh. Hier ging's nicht raus, okay. Oh, oh. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Oh nein. Doch, mit, oh, der mit dem Seilding. Nee, warte, stopp, hier geht's raus. Ja, sag ich ja. Ja, dann. Ich wollte mich gerade aufregen, aber du hast recht. Warte, ich hole das Seilding raus. Oder du holst das Seilding raus. Ich glaube, es geht hier aber nicht. Doch, das geht. Die wollen nicht, dass wir dir. Doch, wollen sie. Achso, du musst doch hoch. Was? Ich hätte es fast abgemacht gerade. Ja, aber, ah, jetzt. Du kannst es nicht so gut. Hallo? Ja, wieso? Hä, aber warum geht das denn nicht? Soll ich nochmal, ich mach nochmal besser. Ich kann ja jetzt von hier aus besser zielen. Ja, okay. Hast du es gemacht? Warte, nee, ich suche gerade noch eine Stelle. Kannst du nicht festmachen. Ich mach mir jetzt selbst eins. Es reicht. Okay, das funktioniert nicht. Hier, Achtung. Ja. Jetzt. Ja, das ist gut. Danke. Okay. Okay, hier geht's raus. Warte, ich hole mal eben. Oh, das ist spannend, ey. Hier ist irgendwas. Oder sind wir hier eben. Hier sind wir hergekommen. Da sind die drei toten Babys. Ja. Achso, warte, ja, stopp, dann komm doch mal mit hier nach links. Weil hier ging's noch nach rechts. Hier sind wir hoch, hier runter geht's noch. Okay, ja, wir sind. Ach, okay. Okay. Nee, hier ist nichts mehr. Du läufst im Kreis. Ja. Okay, also müssen wir eh raus, okay. Warte mal. Ja? Ach, lol. Hm? Ja, da waren wir schon. Ich hasse das. Ich hasse die so sehr. Achso, nee, warte, stopp. Doch, war richtig. Ja. Wenn du jetzt hier runterläufst, dann läufst du einmal im Kreis. Okay. Okay. Interesting. Ja, hallo? Da sind ganz viele Leute, die auf uns gewartet haben. Die sollen sich mal verpissen. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Okay. Oh, da kommt noch ein Sunburn Man. Oh, stimmt, so ein. Aua. Hä, der ist schon tot? Der Sunburn Man? Ja. Ja, den habe ich geschotgunnt. Lol. Hä? Ich habe den ausgezogen, indem ich ihn angeschossen habe, lol. Ja, die Rüstung fällt immer ab. Das sah lustig aus.
Gut. Hab ich ihn doch getroffen, oder was? Nee. Ja. Gut. Ja. Damit gut. ist die Folge vorbei. Ja. Franzi. Krass. Aber sie war immerhin interessant diesmal. War eine ganz gute Folge. War interessant, war lustig. Der Pool und alles. War schon. Sportbereich. Der Sportbereich, ja. Muss da hin? Egal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Bis, vielen Dank, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.